Moin Leute, es mag vielleicht nicht so aussehen, aber gestern hatte ich großes Glück. Ich bin gestern auf dem Heimweg vom Bunker über eine verschneite Landstraße gefahren. Genauer gesagt, richtig verschneit war sie nicht, da war hauptsächlich Schneematsch drauf. Ich war vielleicht so 60 oder 70 km/h schnell und auf einmal habe ich nur gemerkt, wie das Heck vom Bus nach rechts ausgebrochen ist. Glatt und dann mach so, Auto so machen, ich mache so, aber unwahr. Dadurch wäre ich fast links von der Fahrbahn abgekommen und hätte auch fast noch so eine Leitbarke mitgenommen, wie sie an der Landstraße stehen. Ich habe aber schnell genug nach rechts gegengelenkt und konnte gerade so an der Leitbarke vorbeifahren. Allerdings war meine Gegenreaktion wahrscheinlich etwas zu heftig. Denn dadurch, dass ich rechts gelenkt habe, hat der Bus angefangen, sich rechts rum zu drehen. Der Bus hat sich also gedreht, sodass ich dann auf einmal rückwärts die Landstraße entlang gerutscht bin und immer näher Richtung den rechten Fahrbahnrand kam. Schließlich bin ich rückwärts rutschend von der Fahrbahn abgekommen, auf der ursprünglich rechten Seite, bin in den Graben gerutscht, im Graben hängen geblieben und auf die linke Seite gekippt. Ja, in dem Moment wusste ich nur sofort Motor ausmachen, Schlüssel greifen, Handy greifen, rausklettern, Hilfe holen. Das war zum Glück nur wenige Minuten vom Bunker entfernt. Ich habe gleich unseren guten Kumpel, den Staller, angerufen und er hat dann eine Bergung organisiert. Das ist jetzt mein allererster selbstverschuldeter Unfall überhaupt und ja, jetzt muss ich natürlich mit den Konsequenzen leben, also natürlich alle Schäden wieder beseitigen. Aber wie gesagt, ich hatte großes Glück, denn mir ist nichts passiert, ich habe einen einzigen blauen Fleck an der Hand und ansonsten ist auch niemand anderes beteiligt gewesen. Und was ich definitiv auch ziemlich gut fand, ist, dass als der Bus auf der Seite lag und ich daneben stand, eigentlich jeder Autofahrer angehalten hat und gefragt hat, ob er helfen kann. Damit hätte ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Aber jetzt machen wir erstmal eine Bestandsaufnahme, was denn alles kaputt ist am Bus. Ja, der größte Schaden beschränkt sich tatsächlich hier auf die Blechschäden, wie man sieht. Also der Kotflügel ist eingedellt, die Tür ist ein bisschen eingedellt. Die Tür steht hier oben sogar so ein Stück weit ab. Hier, da sieht man es. Ich meine, gut, der Außenspiegel ist natürlich abgebrochen, das ist ja klar. Ansonsten sieht man auch hier, die ganze Seitenwand ist zerdellt. Und das zieht sich alles durch bis hier zur Heckklappe. Hier ist jetzt teilweise der Lack abgeplatzt. Darunter sieht man dann das verzinkte Blech. Oh, da ist Schnee runtergefallen. Ansonsten sind hier eigentlich sämtliche Scheiben kaputt gegangen auf der Seite. Beim Schiebefenster allerdings nur die Schiebescheibe. Die Stachel ist noch fest. Da gucke ich jetzt mal, ob ich die Schiebescheibe irgendwo einzeln kaufen kann. Der kritischste Punkt vom Blech ist wahrscheinlich hier der Teil an der C-Säule. Die Säule selber sieht noch relativ gerade aus eigentlich. Vielleicht einen kleinen Knick könnte sie haben, das kann aber auch täuschen hier durch die Lackkanten, die hier sind. Da muss ich mal schauen, ob ich die Säule selber hier ausbeulen muss. Ansonsten das blanke Blech auszubeulen, das wird kein Problem sein, denke ich. Des Weiteren ist die Naht vom Hochdach jetzt hier einmal angerissen. Das heißt, ich muss hier die äußere Naht neu verkleben. Das mache ich einfach wieder mit Sikaflex, das ist kein Problem. Das Hochdach selber hat zum Glück absolut keinen Schaden. Das ist hier, wie man sieht, einmal leicht aufgeditscht, aber da ist absolut nichts gerissen oder so. Ich denke, wenn ich hier die Surfboardhalter dran gehabt hätte, dann wäre das Hochdach auf jeden Fall gebrochen. Ansonsten hat sich jetzt hier ziemlich der Lack abgeschubbert an der Stoßstange. Die muss ich also neu lackieren. Zwischen Reifen und Felge hatten sich Steine gesammelt, sodass der Reifen etwas Luft verloren hat. Das haben wir jetzt aber schon behoben und jetzt beobachten wir einfach nochmal, ob der Reifen immer noch Luft verliert.
Vorne ist die Radkappe komplett kaputt gegangen und den Reifen hat es komplett von der Felge gezogen. Den haben wir gestern schon wieder aufgezogen. Wir haben einfach Luft in den Reifen gelassen und jetzt beobachten wir mal, ob er die Luft hält. Ansonsten sieht man, dass auch hier an der Stoßstange ein bisschen Lack abgeplatzt ist. Der Stoßstangenhalter da innen drin ist abgerissen. Und eventuell kann man erkennen, dass die Motorwanne etwas eingedellt ist. Ansonsten hat noch der Nebelscheinwerfer dran glauben müssen und auch hier ein bisschen Lack. Aber das war es eigentlich schon mit den Schäden. Was wir jetzt als erstes prüfen müssen, ist, ob in den Zylindern jetzt irgendwie Öl steht oder so. Denn der Motor lag ja eine Zeit lang auf der Seite. Ich habe ihn zwar so schnell es ging ausgemacht, als ich auf der Seite lag, aber wir haben uns bisher noch nicht getraut, ihn wieder anzuschmeißen. Wir werden ihn also mal von Hand durchdrehen und wenn das klappt, versuchen wir ihn zu starten. Ansonsten seht ihr jetzt hier einen Haufen Dreck überall am Bus. Der Windabweiser hat es interessanterweise überlebt. Der ist jetzt hier ein bisschen rausgerutscht, aber das ist kein Problem. Dahinter sieht man noch die Glassplitter. Und man sieht natürlich eine absolute Unordnung hier im Bus. Ja, meine Schrankwand hier ist kaputt gegangen. Das war aber nur MDF. Das ist jetzt absolut kein Problem. Jetzt nicht wundern, dass hier so viel Zeug rumliegt. Als der Bus auf der Seite lag, ist natürlich alles Mögliche durch die Fenster rausgefallen. Und an der Unfallstelle habe ich dann einfach alles nur mal eben schnell wieder in den Bus reingeschmissen. Deswegen sieht es hier so extrem chaotisch aus. Der Ausbau hat es aber eigentlich recht gut überstanden, so wie es aussieht. Das werde ich nochmal genau prüfen. Ich muss ihn ja wahrscheinlich eh ausbauen zum Ausbeulen. Das Einzige, was passiert ist, ist, dass sich da die kleine Klappe vom Wassertank geöffnet hat und mein Gewürzregal hat einen Abgang gemacht. Hier liegt übrigens meine hintere Seitenscheibe. Dadurch, dass ich da von innen Folie draufgeklebt hatte, ist sie ziemlich an einem Stück geblieben. Ihr seht schon, so groß sind die Schäden eigentlich gar nicht. Ein paar kleine Dellen, die kann man hoffentlich recht gut ausdellen. Mal schauen, wie man jetzt die Dellen am besten rausmacht. Einen Zughammer haben wir da, den braucht man wahrscheinlich für die Delle an der Heckklappe. Ansonsten die größeren kann man eventuell von innen einfach wieder rausdrücken oder von außen mit einem Saugnapf oder Klebeband oder so. Ich werde jetzt also nach und nach den Bus wieder herrichten. Erstmal natürlich die wichtigen Sachen, sodass er wieder fahrbereit ist, also sämtliche Scheiben und die Naht vom Hochdach, denn so fahre ich nicht. Da muss ich jetzt aber gucken, dass ich mal einen Tag erwische, wo es ein bisschen wärmer ist, denn das Sikaflex braucht ja mindestens 10 Grad bei der Verarbeitung und jetzt hier sind es im Bunker gerade so 8 Grad oder so und draußen sind es minus 8. Was ich jetzt aber erstmal machen werde, ist ein bisschen im Bus aufräumen, vorne die Türverkleidung ab, alle Glasscherben raus und so weiter. In der Kante würde ich was verkleben. Das muss Bombe gewesen sein, was kommt denn nicht? Wow. Ja, ich glaube, ich muss mal anders probieren. Das soll man doch von innen drücken, ja. Mir ist noch aufgefallen, dass der Fahrradträger komplett nach links verrutscht ist. Das heißt, den muss ich jetzt das erste Mal in 2 oder 3 Jahren abschrauben. So, damit ich jetzt hier vernünftig an Vincent arbeiten kann, die ganzen Schäden beheben kann, muss ich hier jetzt erstmal wieder aufräumen. Das Ganze kam ja klar etwas ungeplant und zu dem Aufräumen zählt es unter anderem auch endlich hier mal die Plattform weiterzubauen. Das steht ja schon seit einiger Zeit auf dem Plan. Das Holz ist auch schon da. Wir haben auch schon ein bisschen angefangen. Jetzt kam ja was dazwischen. Das heißt, die werde ich jetzt erstmal fertig bauen und dann werde ich hier
alles mal so ein bisschen umparken, sodass der Bus hier ein bisschen angenehmer steht und man mehr Platz hat zum Arbeiten. Das heißt, ich lasse den Bus jetzt einmal wieder runter und dann fahre ich ihn raus. Die erste Fahrt seit dem Unfall. Ja, schauen wir mal. Da kann ich jetzt gleich mal prüfen, ob er immer noch gerade lenkt oder so. Also eine Achsvermessung werde ich auf jeden Fall machen lassen, sicher ist sicher. Aber beim Abschleppen zog er ziemlich nach links. Das kann aber an einem Reserverad gelegen haben, was nur einen Bar hatte. Schauen wir mal. Ja, warum auch immer ist die Batterie jetzt relativ leer. Also der Bus startet nicht. Ich habe gerade geguckt, die Zweitbatterie ist auch relativ leer. Super. Der Fahrradträger ist ab und ich finde, das ist ein ziemlich merkwürdiger Anblick, weil ich bin es einfach überhaupt nicht mehr gewohnt, meinen Bus ohne Fahrradträger zu sehen. Ich hatte ihn jetzt ja irgendwie 2 oder 3 Jahre am Stück dran, ohne ihn jemals abzumachen. Wahrscheinlich muss ich auch die Heckscheibe ausbauen, weil ich ja hier eine ziemlich fette Delle habe und ich muss ja eh hier lackieren und dann ist es wahrscheinlich einfacher zu lackieren, wenn die Scheibe draußen ist. Beziehungsweise dann riskiere ich es immerhin nicht, dass die Scheibe kaputt geht, wenn ich hier diese Delle entferne. Ich habe gerade noch was entdeckt. Anscheinend hat es beim Umkippen die Heckklappe so ein bisschen verzogen und einmal in die Stoßstange gedrückt. Denn an der Heckklappe kleben Lackreste von der Stoßstange. Das Heckklappenscharnier sieht auch nicht mehr so richtig gut aus. Ich meine, so muss es eigentlich aussehen. Ja, das ist jetzt also der aktuelle Zustand von Vincent. Ich habe einiges zu tun, um ihn wieder auf die Straße zu bringen, aber ich denke mal, das werde ich schaffen. Die nächsten Schritte werden jetzt erstmal sein, unter anderem den Ausbau rauszunehmen, damit ich von innen eventuell die Beulen rausdrücken kann, beziehungsweise ich muss dann ja, wenn ich zum Beispiel mit dem Zughammer die Dellen rausziehe, das Armaflex wegmachen, weil ich dann ja schweißen muss. Und das ist vielleicht ein bisschen doof mit dem Armaflex auf der Rückseite. Und außerdem will ich ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, den Ausbau in diesem Zuge auch nochmal ein bisschen besser befestigen, dass er etwas stabiler wird, falls nochmal irgendein Unfall oder sowas passieren sollte. In den nächsten Videos werdet ihr also sehen, wie ich jetzt hier hoffentlich dann die ganze Seitenwand ausbeule, die Hochdachklebenaht neu mache, neue Fenster einsetze, neu lackiere und so weiter. Da dürft ihr also auf jeden Fall gespannt sein. Und außerdem geht es jetzt auch so langsam wieder daran, Vincent bereit zu machen für den TÜV. Der steht jetzt nämlich im April an und es gibt schon so ein paar kleine Mängel, die ich vorher noch beheben muss. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt, abonniert den Kanal und fahrt vorsichtig. Es kann immer was passieren und ja. Bis dahin, Leute, und tschüss.